Das Limit, ausgemachte Distanz, 205 Minuten. Gerd hat die Augen drauf. Boom für alle beide. André Goborucin und Rudi Heiß. Also Goborucin, 5 cm größer. Das sieht man hier auch in der Gegenüberstellung. Könnte aber fast schon ein Vorteil für Heiß sein, der, wie gesagt, einen starken Ringer als Trainer hat und dementsprechend dürften da die Beinangriffe nicht lange auf sich warten lassen. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Second Sound, please. Gut, dass beide unterschiedliche Fightshots haben. Von der Optik her sehen sie sich doch recht ähnlich. Ja, wir haben hier Goborucin in der rot-grauen Short und Heiß in der schwarzen. Schlagabtausch zur Eröffnung des Kampfes. Und Heiß sucht hier sofort den Clinch. Fängt sich aber eine Rechte. Schöne Rechte hier von Goborucin. André bringt seinen Gegner zu Boden. Ja, schlecht getimtes Knie von Heiß, der da abgefangen und zu Boden gebracht wurde. Heiß hält hier die Luft an oder scheint nicht sehr viel Luft zu benötigen. Geht hier auf einen Kimura, auf den linken Arm von André. Versucht da sofort aus der Rückenlage die Submission anzusetzen. Aber auch Goborucin weiß, wie man am Boden Kämpfe beenden kann. Und wie man sich solche Submissions erwehrt. Versucht da raus zu steht jetzt auf hier mit springen. Goborucin. Schöne Ground-and-Pound-Situation hier. Hat sich da gut verteidigt, aber ist jetzt natürlich in der gefährlichen Situation am Boden. Heiß auf ihn, der ist physisch sehr, sehr stark. Nibar versucht jetzt hier auf den linken, auf das linke Bein hier. Beide ziehen einen Leglock-War hier. Der eine versucht an den Fuß des einen heranzugehen, der andere verdreht ihm das Knie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also der eine mit dem Tor, der andere mit dem Heelhook. Und da gab es den Tap und das ist der Sieg für Rudi Heiß. Wow, wow. Also sehr, sehr gefährliche Aufgabegriffe auf beiden Seiten. Da kann das Kniegelenk schnell durch sein. Wow, oder halt wie hier das Band am Fuß, am linken Fuß, wie ich gerade gesehen habe. Wow. Ja, und das scheint hier auch das Problem zu sein. Also er hat da, kann da noch nicht aufstehen wieder, André Goborucin. Der die erste Niederlage seiner Karriere einstecken muss. Hier sehen wir den Toehold. Ein Toehold, ja. Das ist eine Überstreckung des Fußbandes. Und da hat es knack gemacht. Da hat man es kurz gesehen. Gruselig anzuschauen, aber zu spät abgeklopft. Ja. Und auch Goborucin hat hier einen hervorragenden und sehr, sehr gefährlichen Aufgabegriff, nämlich einen Heelhook, bei dem die Bänder im Knie durch sind, wenn zu spät abgeklopft wird. Also das war jetzt hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Und am Ende hat Luta Livre über das BJJ obsiegt. Ganz länger Revolver-Duell hat Heiß den Sieg. 1 Minute 8 Sekunden in der ersten Runde. Wir haben einen Toehold, wir haben einen Tap-Out und der Sieg geht an den Mann aus Meckenville, Rudi Heiß. Herzlichen Glückwunsch, Sieger durch Toehold. Also Submission, nicht durch TKO.